Ja, moin, wir sind hier zurück bei Kenny versus Benny und machen, oder Elton versus Simon oder Tim versus Struppi, Mona versus Puppi, Max versus Cracks, Staxen, Paxen, Honey versus Nanny, Hannah versus Marianne, Bibi und Tina, Pippi Langstrumpf. Was gibt's noch? Welche zwei gibt's denn noch, ne? Was gibt es noch so für so fatale Duos? Leute, wenn ihr fatale Duos kennt, schreibt ihr sie in die Kommentare. Müsst ihr jetzt mal überlegen, wen gibt es noch? Ne, ist ein anderer Trick, Trick und Track. Sind, Trick, Trick und Track sind, ist ein Trio. Was gibt es noch für krasse Duos? Tim und Struppi. Ren und Stimpy. Donald und Daisy. Nee, das funktioniert auch nicht. Okay, Leute, krasse Duos. Einfach mal in die Kommentare rein, ja? So, also. Wir brauchen Jobs. Wir haben letztes Mal beim Babysitten. Er hat schon unfassbar gut funktioniert. Das machen wir natürlich nochmal. Ohne das Baby zu verprügeln. Das fand ich so lustig. Wir machen mal wieder auf 2 Sterne. Das war einfach nur gut. Ey, sorry, aber woher soll ich denn wissen, was die Babys brauchen? Hätte ich mir vielleicht mal die Anleitung, hätte ich mir vielleicht mal anhören sollen. So, was geht hier? Was geht hier ab? So, okay. Oh, dir ist schlecht? Brauchst du die Rassel? Nein. Brauchst du das, wenn du so einen Gesichtsausdruck hast, die Flasche? Nein. Brauchst du den hier? Nein. Brauchst du deinen Teddy? Ja, halt's mal! Warte mal, halt mal die Schnauze! Halt doch mal die Schnauze jetzt! Halt doch mal die Schnauze! Hier! Rein damit! Ja, wo soll ich denn wissen, was du hast? Ja, woher soll ich denn wissen, was du hast? Die Babys sind so, das sind so richtige Bastarde, ey. Die so, komm, wir geben jetzt richtig krass auf den Sack. Wir geben jetzt richtig krass auf den Sack. Okay, also sie wollen am Anfang den Teddy, ja? Wenn sie kommen, dann kommen diese Hässlingsfliegen. Oh ja, du willst den Teddy, ne? Ja, oh nee, komm, wir gehen mal weg hier von dem stinkenden Baby hier. So, okay, nee, du willst das nicht. Du willst, was willst du? Willst du was zu trinken? Nee, du willst, willst du, halt mal den Rand jetzt bitte. Sei mal kurz ruhig. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt. Leute. Oh, der letzte passiert was? Hallo? Schon verloren? Was? Es darf nicht anfangen zu schreien. Was ist denn das für ein Spiel? Woher soll ich denn wissen, was sie brauchen? Alter, was ist denn das? Ja, komm hier, was ist denn das für ein Spiel? Okay, also er braucht auf jeden Fall die Kacke hier, ja? Oh, du da drüben auch. Oh, brauchst du auch dein Teddy? Nein, oh Gott, nicht böse sein, bitte. Oh nein, ich weiß doch nicht, was du brauchst. Ja, halt aber die Schnauze! Was ist denn? Ich weiß es doch nicht. Es geht dir halt nichts. Es geht einfach gar nichts. Oh Gott. Ich bin dafür, wir verprügeln sie wieder alle mit der Fliegenklatsche. Okay, gut. Wir versuchen mal den Gesichtsausdruck zu deuten, ja? So, okay, dem geht's irgendwie schlecht, ne? So, du kriegst den Teddy. Okay, bei ihm hilft das nicht. Okay, ist auch rot. Aber ich habe dir den falschen Teddy gegeben. Sag mal, hör mal auf jetzt. Hör mal auf jetzt, sag mal nicht so. Unfassbar. Und dann wieder alle so, unser Babysitter ist scheiße. Vor allem, die sind doch auch, man macht doch nicht Babysitten bei so einem Minikind, oder? Also ich meine, man geht doch Babysitten bei einem Kleinkind, oder? Sagt man doch. In so einem Alter, da ist doch dann die Mutter noch da. Man geht doch nicht Babysitten, wo man noch die Flasche, oder doch? Ich weiß es nicht. Alter, Fliegeninvasion! Oh, da habe ich leider die Kinder ein bisschen erwischt. Es tut mir sehr leid. Ich hab leider das eine oder andere Baby vielleicht ein bisschen in die Fresse geschlagen mit dem Teil. Ja, ich weiß nicht, was dir hilft. Ich weiß nicht, was dir hilft. Ja, ich weiß es doch nicht. Oh ja, was willst du denn dann? Komm hier, dann kriegst du eine hässliche Flasche. Oh ja, Alter. Was?
falsches Baby, falsches Ding. Komm hier, trink was. Ah, ja, das ist süß. Willst du den? Nein. Oh, komm, komm mal. Alter, willst du den? Ich weiß nicht, was du willst. Oh, das ist... Es ist wirklich eine Qual. Es ist wirklich eine unfassbare Qual. Jetzt ist wieder die Frage, ne? Jetzt gibt es Leute von euch, kann er das jetzt nicht überspringen, wenn er es nicht auf die Reihe kriegt, ne? Schneidet man sowas dann raus, bis ich es geschafft habe? Oder lasse ich es drin, weil es irgendwie unterhaltsam und lustig ist? Alter, die Fliegen, was seid ihr denn für Viecher? Haut mal ab jetzt hier. So, hier, nimm mal den. Du kriegst auch den Bären, komm her. Ja, nimm ihn halt dann. Ja, keine Ahnung, was du für ein Problem hast. Nimm doch die Flasche. Oh, rein damit. Rein in den Mund. Ja, es hilft ja nichts. Ah, da. Nimm mal die Fresse. Ja. So. Willst du den? Nein. Willst du den? Weg damit! Weg damit! Weg! Ja, okay. Oh, da habe ich leider das Baby irgendwie erwischt. Hier, willst du den? Nein, willst du den? Nein, willst du den? Nein, was soll ich denn das wissen? Willst du das? Willst du die Flasche? Hör auf zu... Bitte nicht flennen. Bitte nicht... Oh Gott. Ja, was willst du denn? Oh, ich hab's geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was, ey, wie viel Geld? Na gut, fürs Babysitten kann man schon ein bisschen Asche einschieben. Hab ich so... Okay, wer hilft uns um beim Einkaufen? Boah, ich verdiene heute hier den Zaster, Alter. Alter, rein ins Portemonnaie. Carlotta muss eine ganze Menge Sachen einkaufen. Oh nein. Und kann deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ja, das glaube ich. Du musst dir die Sachen auf der Einkaufsliste merken, sie im Regal suchen und dann anklicken. Stell ich mal Carlotta beim Einkaufen nur, wenn vor. Alle Sachen auf der Liste auch eingekauft wurden. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden musst du dir mehr Sachen auf der Liste merken. Okay. Schisch. Apfel, Zwiebeln... Wattebälle, Steaks und Weintrauben. Oh, Carlotta. Oder wie Carlotta sagen würde. Ich hab mir nichts gemerkt. Steaks und Weintrauben. Ist schon vorbei. Ja, sorry, ich habe den Beutel, warte, ich habe den Rest nicht gefunden. So. Okay, wir helfen der Omi nochmal. Carlotta hilft der Omi nochmal einkaufen. Gut, komm, für zwei. Weiße Eier, Birnen, ach so, Würstchen, Bananen. Eier. Ja, und was war das noch? Ich habe es nicht gelesen. War das Zitronen? Ja, es war Zitronen. Birnen habe ich vergessen, verdammt. Okay, komm. Wir machen es nochmal. Ich habe es nicht gemerkt. So, los. Brot, Shampoo, Kuchen, Weintrauben, Haarbürste. So. Zahnbürste, Haarbürste. Wo ist die Haarbürste? So, Brot, Weintrauben. Was war das noch? Ein Kuchen. Ah, ein Käsekuchen. Scheiße. Ein Shampoo. Ich habe einen falschen Kuchen. Das ist aber auch, die Zeit ist ein bisschen knapp bemessen, ne? Es ist ja wirklich nicht so einfach hier. So. Wir müssen ja mal den Vorgang optimieren, ne? Müssen wir mal. Oder so. Oder müssen wir es nicht? Ich glaube schon, dass wir das müssen. Ah. Okay, Leute, wir versuchen es nochmal. Ja, wir versuchen es nochmal. Gut, ja, genau, wir machen den hier. Zwei. So. Na, dann los. Ja, los. Okay, Kartoffeln. Knoblauch. Was war das noch? Torte, irgendeine Kuchentorte. Den da. Gurke. Was war das noch? Weiß, links. Ah, Klopapier. Geil. Das war jetzt aber gut. Yeah. Und wie viel? Oh, nicht so viel.
Ich darf das auch gar nicht nochmal machen. Guck, wieso kriege ich ja niemals 1000 Dollar zusammen, Eurocent, denkst du, die Minute. Für 1000 Dollar, Eurocent, die Minute. Aber Zeitung austragen ist natürlich auch wichtig. Kann ich den Job immer nur einmal machen? Nanny hat einen Job als Zeitungsbotin gefunden. Boah, das sind es aber wäre viele prima, Zeitungen. Wenn du ihr helfen könntest. Wichtig bei dem Job ist, dass die Zeitungen schnell an die richtige Haustür ausgeliefert werden. Ja. Also rote Zeitungen nur an rote Haustüren, blaue Zeitungen Ja. an blaue Türen und so weiter. Ja, oder ganz Und klassisch, denk dran, ne? Geld gibt es nur für richtig ausgeliefert. Ganz klassisch, einfach den kompletten Stapel irgendwo versenken, ne? So, hallo, hallo, hier blau, hallo. Ja, ach so, Alter, was? Ich muss... Hä? Ach, in offene Türen. Ja, das ist ja viel zu kurzfristig. Grün hier. Ah, was? Das ist ja, was ist denn das? Ja, rot. Boah, Alter. Bis ich da hier rüber gedingst bin von dem Zeitungsteil da. Ja, komm, grün hier. Das ist schon happig, gell? Also auf 3 Sterne ist es, glaube ich, echt ein totaler Abfuck. Hallo, ich hab's da reingeschmissen. Oh, blau. Was denn jetzt? Wollt ihr jetzt Zeitungen oder wollt ihr keine Zeitungen, ihr verdammten Versager? Und warum kann ich das nur zuliefern, wenn die Tür offen hab? Hier, fang! Hier, einmal blaue Zeitung für blaue Tür, du Penner. Hier, so, nochmal. So, hier, komm her, fang. Bam, ins Gesicht. So, oh, rote, hier, britz. Ich bin Marianne, die Zeitungspostbotin hier. So, und ich werfe die Zeitung. Oh, da kommt sie zurück. Kenn ich schon. Keine Werbung, habe ich gesagt, du. Ah. Ach so, das mache ich jetzt so lange, bis ich 1000 Dollar habe, oder was? Ist nicht wahr. Das mache ich jetzt nicht so lange, bis ich hier 1000... Das ist jetzt nicht wahr. Okay, wir versuchen nochmal hier das auf 3, das mit dem Klickern, das habe ich ja nicht verstanden. Komm, wir machen nochmal. Wir versuchen jetzt mal noch auf schwer da, komm. Das war nämlich schon irgendwie richtig kritisch dann irgendwann. Also komm, wie schnell das wird, wer kann denn sowas lösen, ja? Wer kann denn so schnell hier so rumklickern? Nur Wahnsinnige, das trifft man ja auch gar nicht, weil das so... Aber das, glaube ich, hängt auch damit, wenn man es auf so einem neuen System spielt. Früher bei den alten, da hast du halt noch ein bisschen bessere Kontrolle gehabt. Hier ist das Bild halt sehr klein, müsst ihr euch vorstellen, wie ich das aufnehme. Da vergammeln die ganzen Erdbeeren schon hier so, da Unkraut. Da vergammelt schon alles. Ich habe auch gar nicht den. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das gar nicht beeinflussen kann, was wo vergammelt. Guck mal, die vergammeln einfach so random irgendwie. So, komm, weg. Ja, ging doch ganz gut. Da gibt's einen 10er Pro. Naja, ich weiß auch nicht. Komm, wir verdienen jetzt noch ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, soll ich das halt rausschneiden? Oder wollt ihr das sehen? Ja? Soll ich diese Minigames einfach überspringen, bis ich die 1000 Euro habe? Das ist ein bisschen schwierig, die Entscheidung. Bisschen schwer. Bin ich nicht sicher. Müsst ihr mal mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das alles sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, komm. Mach mal, du bist über 1000 Dollar hast, Bruder. Oder so knapp davor, so 800 oder so. Aber das dauert ja noch 4000 Jahre hier. Ciao.